erstes Gastspiel einer russischen Fußballelf in Wien. Vor 60.000 Zusehern spielt Cupsieger Dynamo Moskau gegen den österreichischen Meister Rapid. Voller Spannung blickt das Publikum dieser großen Kraftprobe entgegen. In Moskau hat der Rapid den gleichen Gegner 2:1 besiegt. Nun wollen die Russen Revanche nehmen. Ein Angriff der Rapidler von Hanapi zum Linksaußenkörner 2. Dieser zieht den Ball zur Mitte, aber da schnellen schon zwei Dynamo-Spieler in die Luft und köpfen das Leder aus dem Gefahrenbereich. Noch ist Rapid im Angriff. Probst ist abgewehrt. Und jetzt der Linksaußen Rischkin. Rischkin am Ball. Er flankt hinüber auf die rechte Seite zum Rechtsaußen Schabrow. Dieser köpft und Zeemann fängt den Ball aus der Luft herunter. Der Rapid-Torhüter schießt aus. Der erste Angriff, der schöne Angriff der Rapidler. Probst am Leder. Er bleibt noch am Ball. Jetzt spielt er zurück zu Riegler, zum Aufbauläufer Riegler. Riegler startet nach vorne, dreht plötzlich um und gibt den Ball zurück zu Gernhardt. Gernhardt am Leder. Er schaut, spielt hinein in die Mitte. Das Leder wieder zurück zu Riegler. Riegler eine geschickte Täuschung und zu Probst. Probst im Dribbling mit zwei Russen. Verliert den Ball. Jawohl, der Ball ist verloren. Und jetzt ein Angriff. Aber schon wieder Rapid vorne. Dins zu Haller. Haller schießt ins lange linke Eck. 1:0 für Rapid. Der Jubel ist groß. Die Begeisterung außerordentlich. Rapid führt gegen Dynamo 1:0. Im nächsten Augenblick ein Angriff von der rechten Seite. Wieder leitet Dings den Angriff ein. Körner 2 spielt zur Mitte. Springt über den Tormann. Bleibt auf ihm liegen. Aber es ist kein Tor. Jetzt greifen die Russen an von der linken Seite. Gernhardt rettet auf der Torlinie. Das war Glück für Rapid. Und es bleibt bei 1:0 für die Hütteldorfer.